Yeah.
Allen, dass wir uns auf den Winter vorbereiten sollten. Hat jemand eine Ratte ins Feuer geworfen? Stinkt es deswegen so? Was denkst du, wann wird dieser Scheiß mit den Peacekeepern vorbei sein? Kleine Kinder, kleine Probleme. Schön, uns zu sehen. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich dachte, ich könnte ihn trauen. Okay, machen wir es ein bisschen spannender. Noch einen Hunderter. Niemals. Außer wenn wir 10 Sekunden von der Zeit abziehen. Okay. Wow, riskant. Das war doch eh schon fast unmöglich. Na, das wollen wir erst mal sehen. Aiden, hast du mein Mehl gefunden? Genau deshalb bin ich hier. Theresa und Benny sind in großer Not. Kannst du ihnen die Schulden erlassen oder ihnen mehr Zeit geben? Niemals. Ich bin doch kein Wohltäter. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Benny hat freiwillig mitgepokert. Ein Mann, der seine Schulden nicht zahlen kann. Ist kein Mann, oder? Dumm ist der, der Dummes tut. Vielleicht lernen sie draus, wenn sie wirklich komplett alles verloren haben. Weißt du was, Aiden? Ich glaube, ja, ich wüsste was, wovon wir alle etwas haben. Das Mehl interessiert eh keinen. Soll ich jetzt Bäcker werden oder was? Nein, ganz sicher nicht. Aber was man mir schuldet, will ich. Ich habe eine Wette mit Urban laufen. Hey, wow, das ist nicht fair. Der nicht. Der läuft Mauern hoch. Klar ist das fair. Es gibt keine Regel, die dagegen spricht. Hey, pass auf. Wenn du das packst, bekomme ich von Urban mehr, als ich mit dem Mehl verloren habe.
Und dir kann ich auch was abgeben. Was meinst du damit? Also, auf der Kirchturmspitze ist eine, naja, so eine Art Fahne. Vom Boden sieht man es nicht, aber diese Fahne, naja, es ist nicht wirklich eine. Also, du wirst schon sehen. Urban und ich haben gewettet, ob ich jemanden finde, der sie uns stibitzen kann. Seit Jahren erhöhe ich meinen Einsatz und Urban zieht jedes Mal mit. Mittlerweile geht es um so viel, dass es jammerschade wäre, es nicht zu versuchen. Ich habe es nicht eilig. Geh du lieber weiter mit dem Einsatz hoch, bis es irgendwann lustig wird. Was? Scheißt du dir plötzlich in die Hosen? Nein, ich mache mir nur Sorgen um dich. Eine Niederlage würde dich ruinieren ohne dein Mehl. Wenn Aiden mitmacht, bin ich dabei. Das Zeitlimit ist knallhart, aber ich vertraue Aiden. So, bist du dabei? Für Spielchen ist keine Zeit. Wir überlegen uns was anderes. Ach Mann, schade. Dann muss unsere Wette wohl warten. Denk dran, wie wertvoll das Mehl ist, Aiden. Wenn ich die Schulden vergessen soll, dann musst du mich anders entschädigen. Und zwar richtig. Sag mir einfach, wo das Mehl ist. Dann kann ich meine Leute zum Abholen schicken. Ich zahl dich aus. Super. Bring mir ein paar Sachen, dann vergesse ich die Schulden. Willst du Theresas und Bennys Schulden immer noch zahlen? Hast du die Beute? Ja, klar. Oh, sehr gut. Dann ist der Fall erledigt. Lässt du sie nun in Ruhe, ja? Weiß gar nicht, wen du meinst. Thank you.
dich mit mir. Dodger gelaufen. Gut. Er lässt dich jetzt wegen des Mehls in Frieden. Wow, wie hast du das denn geschafft? Einfach. Ich habe ihn ausgezahlt. Aber nun stehen wir in deiner Schuld. Und die können wir niemals begleichen. Dann begleiche sie, indem du dich bei Anna entschuldigst. Ja, natürlich. Oh, was habe ich nur getan? Ich mache es sofort. Vielleicht ist die Freundschaft noch zu retten. Ich war so ein Idiot. Das ist alles meine Schuld. Bleib in Zukunft einfach sauber. Für dich selbst, aber vor allem für deine Mutter. Das war knapp. Okay.